Jetzt sage ich Ihnen mal ganz kurz den Grundgedanken der ersten Reform der Professoren. Also die Professoren wollen erst viel Geld generieren, wollen Deutschland reicher machen. Denn Klimaschutz ist teuer und wir wollen den Leuten nicht in die Taschen greifen, sondern wir wollen sie erst mal reicher machen. Und aus dem Reichtum raus wollen wir uns den Luxus erlauben, Vorreiter beim Klima zu werden und der Welt zu zeigen, dass Wirtschaftswunder und Klimaschutz zusammengehen können. Und die erste Reform, jetzt kommt, stellt sich ja die Frage, wie erzeugen wir neues Geld? Und da ist die Grundidee die, ich mache mal nur ein Beispiel, nämlich eine von 20 Reformen, die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Stellen Sie sich vor, Ihr Hausarzt hat da drüben jetzt seine Praxis und er bietet Ihnen kostenlos spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Einkaufskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten für alle Altersjahrgänge an. Sowas wie ein Gesundheitssportverein, eine Gesundheitsgemeinde entsteht, man lernt nette Leute kennen, lernt nette Frauen kennen und so weiter. Und so trifft man sich mit vielen Versicherten so bei diesen kostenlosen Veranstaltungen. Vielleicht kommen sogar Comedians, die Entertainment machen in Gesundheitsbezug und so weiter. Und wenn ich dann nie krank werde, kriegt der Arzt für jeden Monat, den ich gesund bleibe, kriegt er Geld ausgeschüttet. Er muss nie mehr Papierkram machen, er muss also nie mehr Formulare ausfüllen oder Abrechnungen machen. Er hat alle Zeit, nur mit den Leuten Kurse zu machen und einzelne Patienten zu betreuen. Und alles andere, er muss nichts mehr abrechnen, keine Papiere mehr. Er kümmert sich nur darum, wie kann ich den Menschen einen gesünderen Lifestyle beibringen. Und dann wird Geld eingespart und diese Gelder davon finanzieren wir die Klimaziele, sodass wir den Kohlestopp 2026 statt 38 finanzieren können, dabei nicht nur die Firmen entschädigen können, sondern auch die Mitarbeiter an neue Arbeitsplätze bringen können und so weiter. Dazu kommt die nächste Reform, wäre die Reform des Arbeitsamtes, dass das auch ganz anders gemacht wird. Wie klingt dieser Ansatz für Sie jetzt beim ersten Hören? Naja, grundsätzlich finde ich das gut. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass die Ärzte dadurch wirklich entlastet werden und der Mensch mehr in den Mittelpunkt rückt. Ja, ja. Beziehungsweise die Gesundheit. Ne? Genau. Und es ist ja auch für, im Grunde genommen, ist dieses Ziel vor Augen, wenn man ein größeres Ziel hat. Und durch diese Reformschritte, also ich finde es auf jeden Fall gut. Ja, also das heißt, also es ist eine völlig neue Idee. Aber eigentlich einleuchtend. Warum sind wir darauf früher nicht gekommen, dass wir eigentlich, das ist nämlich das große Menschheitsproblem, dass wir den Fehler gemacht haben, dass wir früher einfach irgendwie Gewinne zugelassen haben und sogar Gewinne zugelassen haben, wenn Menschen geschädigt wurden. Warum jetzt erst kommt diese Idee auf, dass die Wissenschaftler sagen, nein, wir müssen die ganze Welt umdrehen. Wir müssen für das Gute belohnen. Für Gesundheitsförderung, für Verbesserung von Wohlfühlnoten, für das Wohlbefinden und so weiter. Und dafür müssen wir dann auch noch, wir müssen alles, was Frieden, Gesundheit, Wohlbefinden und saubere Umwelt ist, müssen wir honorieren und belohnen und alles andere weniger belohnen. Und das ist der neue Ansatz. Ja, ja, das finde ich gut. Ich glaube, das war eine ganze Zeit lang gerade auch in den Industrienationen so das Problem, dass eigentlich der Gewinn bzw. der finanzielle Aspekt dabei immer an erster Stelle steht und der Mensch immer ein bisschen weiter zurückstecken musste dabei. Genau, und vor allem auch die meisten Profite waren möglich, wenn ich Raubbau in der Umwelt betrieben habe und dabei die Umwelt für die Menschen immer giftiger gemacht habe, immer kränker, und dadurch waren die Gewinne möglich. In Zukunft wird es so sein, dass auch mein Lebensmittelhändler zum Beispiel, der kriegt dann den meisten Profit, wenn ich nie krank werde. Also was wird er machen? Der wird sagen, liebe Landwirte, wenn ihr weiterhin mit mir Geschäfte machen müsst, müsst ihr mir giftfreie Nahrung liefern. Ihr müsst eure Böden entgiften, ihr müsst alles wieder in den Naturzustand zurückführen, ihr müsst Ursorten wieder zurückkreuzen, ihr müsst wieder richtig gesunde Nahrung liefern und nicht nur Pseudonahrung mit viel Zucker und viel Salz und viel Fetten und so weiter. Und dafür müsst ihr aber auch die Umwelt reparieren, denn ich kriege hier keine gesunden Menschen hin, wenn die ganze Umwelt dreckig ist. Ja, und so ist, ja? Ja, das ist richtig. Also so sehe ich das auch. Vor allem, wenn man sich das mal auch wirklich langfristig überlegt. Es hilft ja keinem, wenn man vielleicht gut ernährt ist, aber irgendwann die Umwelt einen umbringt. Also so sehe ich das.
Also das ist. Also wenn Sie jetzt die Greta Thunberg vor sich hätten und die Fridays for Future, was würden Sie denen als Gruß sagen? Sollten Sie sich mit diesem sogenannten 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan der zweiten Scientists for Future oder mit diesem Klima-Wirtschaftswunderplan, sollten Sie sich mit dem gründlich beschäftigen und den in die mediale Diskussion bringen? Denn, also meine persönliche Meinung ist, ein besseres Angebot wird nicht kommen. Ne? Ja, das befürchte ich auch. Also ich denke mal, wenn man schon mal so ein Angebot hat und beziehungsweise sich Leute auch schon darüber Gedanken gemacht haben, dann sollte man auf jeden Fall mit denen in die Diskussion gehen. Man muss es ja nicht gleich annehmen. Man kann nur sagen, liebe Medien, helft uns mit am Diskutieren, sodass wir in allen großen Medien, und wenn die Leute es gut finden, entsteht dann ein medialer Druck auf Frau Merkel. Merkel, lass die Profis ran. Kohlestopp, hopp, hopp, hopp. Merkel, lass die Profis ran. Aber erst nach der Diskussion. Ohne Diskussion werden wir sowieso nichts in Deutschland machen. Also, aber diskutieren sollte man doch. Ja, natürlich. Ja, man sollte auf jeden Fall diskutieren. Vor allem gerade auch, damit es nicht so im Stillstand kommt wie die letzten paar Jahre. Und gerade so wie die Fridays for Futures Bewegung und gerade auch Greta Thunberg in den Fokus gerückt sind, auch negativ bzw. schlecht gemacht worden, finde ich es gut, wenn man dann vielleicht auch ältere Generationen hat oder Leute, die schon die mehr wahrgenommen werden, die auch mit denen gerne diskutiert wird. Also wo ich mein Problem habe, ist, ich finde die Leute in meinem Alter, so Anfang 20, vielleicht sogar noch jünger, auch so 16, die werden gar nicht wahrgenommen, obwohl die eigentlich auch viele gute Ideen haben. Und das finde ich halt sehr schade. Ja, und deswegen also sozusagen so, ich selbst persönlich kann nur sagen, mein Wunsch wäre es, dass die Fridays for Future und Greta Thunberg sagen, wir starten jetzt eine öffentliche Diskussion, ob diese 24 Professoren von den zweiten Scientists for Future, ob die Recht haben mit ihrem Klimawirtschaftswunderplan, und dann müssen wir den diskutieren. Wenn wir ihn am Ende alle ablehnen, dann lehnen wir ihn ab. Aber wenn wir ihn gut finden, haben wir den Durchbruch. Ja? Würden Sie das Gleiche auch den Fridays for Futures empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es spricht ja auch nichts dagegen, vielleicht Kompromisse einzugehen, je nachdem. Also beziehungsweise auch eigene Ideen einzubringen. Ja, weil manche junge Leute von Fridays for Future träumen vielleicht in einer gewissen Weise von so einer Art Revolution in Deutschland, wo die Älteren natürlich die Lebenserfahrung haben, dass das in Deutschland wahrscheinlich nicht kommen wird. Und da einen Kompromiss einzugehen, so ein bisschen Realos und Fundis, ja. So ein Kompromiss zwischen Realismus und Fundamentalismus. Und da finde ich, dass die Professoren uns da einen guten Kompromiss bieten. Ja, auf jeden Fall doch. Das sehe ich aber auch so, ja.